Heute besuchen wir die Barockstadt Bad Arolsen. Bei leichtem Nieselregen beginnt unsere Tour. Wir wollen den barocken Spazierweg gehen. Auf dem Weg dahin in Richtung Schloss kommen wir am Denkmal für Kaiser Wilhelm I. vorüber. Seit August 1899 grüßt er von seinem Sockel die Besucher der Stadt. Das barocke Schloss wurde Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut. Links vom Schloss beginnt der barocke Spazierweg. Nun sind wir am Ausgangspunkt unserer Tour. Nun kommen wir zum Platz der Steinmetze. Wir werfen mal einen Blick durch das Gartentor. Die wenig genutzte Zufahrt ist von Putten gesäumt. Nun geht's zum Schlossteich.
Buschwindröschen und Schöllkraut begrüßen den Frühling. Im Hintergrund wartet ein Fischreiher auf seine Beute. Die Weißwangengänse hier sind wahrscheinlich nur auf der Durchreise in Richtung Nord- und Ostsee. Hier kommen Kanadagänse ins Blickfeld. Kanadagänse sind in unseren Breiten häufiger zu finden. Eine Reiherente dagegen sieht man hier nicht so häufig. Von diesem Bootshaus aus begann bestimmt so manche elegante Bootstour. Auch ein paar Nilgänse haben sich eingefunden. In manchen Gegenden nehmen sie überhand, so schön wie sie sind, manchmal werden sie auch lästig.
Hinter der Gartenpforte haben wir eine Sphinx entdeckt. Eine Schlossbesichtigung steht auf alle Fälle noch mal an. Jetzt kommen wir in den Bereich der fürstlichen Forstverwaltung. Eine Taube auf dem Dach ist besser als ein Spatz in der Hand. Hier sehen wir die alte Schmiede. Im Hintergrund ist die ehemalige Klosterscheune zu sehen. Sie beherbergt jetzt einen Hotelbetrieb. Dieser Bereich ist der älteste Bereich Aroldsens, die Keimzelle des Ortes. Hier lag früher das Kloster Aroldessen. Vor uns sehen wir das Gärtnerhaus, heute Restaurant und Hotel, damals Orangerie und Wohnhaus für die Gärtner. Schön geht der Blick zur Schlossstraße hinauf, hoch bis zur evangelischen Stadtkirche. Nun schweift der Blick vom Schloss zum Marstall. Heute beherbergt der Bau von 1749 das Christian Daniel Rauch Museum.
Alte Bäume entwickeln eine ganz besondere Majestät und Würde. Jetzt sind wir in der großen Allee. Mit der Station 8 endet der barocke Spazierweg. Das nächste Mal machen wir in Arolsen einen Stadtspaziergang zu den Arolser Persönlichkeiten.